Winterzeit ist Kerzenzeit und da bin ich auch wieder, eure Monika Kahl. Heute habe ich euch mal heimliche Kerzen mitgebracht, gleichzeitig auch mal was mit Duft. Und zwar in so einem wunderschönen Stöfchen habe ich zum Beispiel keine Kerzen zum Anzünden, sondern wie ihr hier seht, eine Kerze, die einfach schmilzt. Die gibt es in so 10er-Packs und in allen Duftrichtungen, in allen Farben. Und wenn man eine an einem Abend brennen lässt, die brennt also 5-6 Stunden, dann ist die völlig verbrannt. Also ihr habt ja keine Rückstände, keine Reste. Mit einem feuchten Tuch einmal durch und alles ist wieder sauber. Und die ganze Wohnung hat einen wunderbaren Wintergeruch. Zimt und Brombeere und alles, was Vanille, alles, was wirklich warm macht, auch von innen. Es gibt natürlich auch die Gläser. Da sind dann, so wie hier, Kaffee, Latte Macchiato und Vanille. Auch die riechen gut. Und das ist aber was, wo ich die offene Flamme hier drunter sehe. Das alles macht warm. Das ist für mich wie so ein kleiner Kamin, den ich sonst nicht habe. Und es erfreut den ganzen Abend, nicht nur zum Sehen, sondern es sind ja da Öle drin, die riechen. Und alles, was wir riechen, geht auch in unseren Körper. Und über die normalen Synapsen, also ich sag mal hier über unser Riechorgan, da sind oben kleine, wie so Härchen drin, die geben ans Gehirn den Geruch weiter. Und die signalisieren uns bei so schönem Duft Wohlbefinden. Ganz wohlig fühlen wir uns, ganz zu Hause, angenehm. Bei den Älteren sicherlich ein Glas Rotwein dabei, bei den Jüngeren, sag ich mal, Brombeersaft oder Kirschsaft. Es macht einfach gemütlich. Der ganze Abend, der Körper ist durch solche Gerüche, durch die Kerzen, wenn es draußen so kalt ist, angenehm. Man fühlt sich entspannt, man fühlt sich einfach wohl, eine schöne CD. Und man geht morgens, wenn man zur Arbeit geht, steht man auf und steht ganz anders auf, weil der Abend so schön war. Ja, und das gönne ich euch auch. Damit habt ihr immer einen schönen Abend. Und deshalb sage ich mal, viel Spaß beim Nachmachen. Bis dahin, eure Monika Kahl.